Ich bin gut. Ja. Wir sind hier in Halle im Eigenbaukombinat und gerade findet hier Jugendhackt Halle statt zum ersten Mal. Uns fehlt so ein bisschen der Draht zum Nachwuchs, der weiß, wie man mit Technik umgeht, was da für Möglichkeiten gibt, wie man das beeinflussen kann und wie das überhaupt funktioniert. Und das ist das Jugendhackt eine gute Möglichkeit, um halt so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, den Leuten zu zeigen, dass es sowas gibt, dass es wichtig ist, dass wir das brauchen und dass wir das auch machen. Das gehört auch zur Projektvorstellung dazu. Welche großen Hürden und Stolpersteine dort auf den Weg aufgekommen sind und wie wir versucht haben, zu lösen? Also wir wollten eine App entwickeln, womit man halt Fragen beantworten kann und für eine richtige Antwort bekommt man Coins. Und für Coins kann man dann sich halt Minispiele da drin kaufen. Jetzt kommt der erste Gegenstand. Mit Code die Welt verbessern ist das Motto hier. Das heißt, die Jugendlichen arbeiten nicht zu irgendwelchen Themen, sondern sie arbeiten zu gesellschaftlich relevanten Themen und versuchen dafür Lösungen zu entwickeln. Und zwar das Ganze war eigentlich dafür gedacht, mal etwas zu verdeutlichen, wie das mit den CO2-Ausstößen etc. ist. Also das eine ist Plus und das andere ist Minus. Und die roten, das sind Datenkabel. Im Grunde genommen wird einfach der Input aus dem Arduino Uno, die Inputs der Schalter werden in diesem Code hier erfasst, werden ausgewertet und dann wieder in die LEDs wird dann der Output eingeleitet. Manchmal muss man ein bisschen rumprobieren, aber irgendwann ist das dann auch richtig so. Ich bin total fasziniert. Ich habe ja so viele Momente erlebt, wo auf so krassen Niveau, auf so krassen Wissensständen, auf so reflektierten Momenten Dinge passiert sind, dass ich einfach total geflasht bin. Individuell und trotzdem vorwärtsgerichtet, selbstverantwortlich. Hier Projekte umgesetzt werden, die so spannend sind, mit so einer Dynamik. Wir haben eine Webanwendung. Wir haben dieses Wochenende den Tractor entwickelt. Das ist ein Programm, mit dem man zwei Twitter-Accounts laden kann, analysieren kann und die Verbindung zwischen den beiden Twitter-Accounts untersuchen kann und zu sagen, wie ähnlich die beiden Twitter-Accounts sich sind und ungefähr eine Prozentangabe machen kann, wie sehr die zueinander passen. Wir hatten einfach Bock, das zu machen und haben es dann gemacht. Wir haben hier Jugendliche, die unfassbare Fähigkeiten haben im Bereich der Programmierung und sich dessen vielleicht auch manchmal noch gar nicht so sehr bewusst sind, was das eigentlich bedeutet, auch für unsere Gesellschaft. Und das macht unheimlich viel Spaß, darüber zu diskutieren mit den Jugendlichen. Wer von euch würde sich denn selber überhaupt als Hacker bezeichnen oder sagen, das ist eine Bezeichnung, mit der ich gut leben kann, wo ich sagen würde, das ist cool, wenn Leute sagen, ich bin ein Hacker. Ich finde, dass viele mit Hacken noch dieses auf andere Daten zugreifen, dieses wirklich am Passwort vorbeikommen, noch meinen. Weil die meisten das halt noch nicht so wirklich kapiert haben, dass es halt nicht immer diese, die da Daten wollen. Ist das jetzt cool, dass es irgendwie dieses öffentliche Image gibt, von die Hacker, das sind die, die es kaputt machen? Ist das was, womit wir leben wollen? Oder, Nein. Also für mich sind Hacker Spielkinder. Und zwar auch die Großen. Also auch die älteren Leute sind Spielkinder. Die haben total Bock darauf, auf alle Knöpfe zu drücken, was da rumkommt, und sich kreative Lösungen einzufallen, wie du es gesagt hast. Und mit meiner Definition von Hackern sehe ich hier wahnsinnig viele junge Hacker und Hackerinnen tatsächlich, die einfach Lust haben. Und da geht es nicht darum, was ihr könnt oder ob ihr irgendwie das tolle Feature schon gelernt habt oder die tolle Sprache schon gelernt habt. Selbst Leute, die hier sitzen und keine Programmiersprache sprechen, haben trotzdem tolle Ideen gehabt heute und haben irgendwie gezeigt, das ist ja klar. Unser Ziel war es, gerade ein ganz aktuelles Thema, auch wegen Donald Trump und anderen Dingen, Fake News, man kann nicht immer den Sachen trauen, die man im Internet liest. Und wir haben uns zum Ziel gemacht, einen Skill für Alexa zu programmieren, der sozusagen spielerisch und auch den Instinkt von Leuten auf die Probe stellt, Fake News nur am Titel zu erkennen. Was meinst du? Echt oder falsch?
falsch. Heiliger Strohsack, ich hätte es nicht besser gewusst als du und 50% der Spieler. Es macht auf jeden Fall einen riesigen Spaß, diese Veranstaltung hier zu organisieren und mitzumachen und zu sehen, wie alle Spaß haben, die Teilnehmer, die Mentorin. Und ich will das auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hier in Halle haben.